Hey Freunde und willkommen zu einem weiteren Testspiel hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute gegen die Dritte aus Menrad. Das ist die Aufstellung. Ich spiele wieder links hinten. Marc und Spinny bilden die Innenverteidigung. Kevin rechts, Moritz und Axel die Doppel-6. Boris linkes Mittelfeld, Olli auf der rechten Position. Stefan macht die 10 und Tim vorne als Stürmer. Ich habe euch die drei Neuen, die heute spielen, Moritz, Stefan und Kevin, jeweils mit einem N gekennzeichnet, denn das sind drei neue Spieler. Mit dieser Aufstellung fangen wir an. In der zweiten Halbzeit sind dann 7 neue gekommen. So, und wir springen direkt mal in die 6. Minute. Einwurf Menrad. Schöner Tunnel hier von Axel. Und dann geht's schnell über Tim, der angreift jetzt den Torwart. Der will den Ball dann versuchen, hinten rauszuklären. So, der Ball landet dann bei Spini. Und der knallt das Ding einfach nach vorne. Und so ist das im Kreisliga-Fußball. Da geht keiner hin. Stefan ist da, schießt und der Ball ist nicht drin. Das ist ja der Wahnsinn hier. Schade. Erste Situation gut gemacht von Stefan. Dann der Einwurf vom neuen Spieler auf der rechten Seite, Kevin. Der spielt zu Spini. Spini versucht den Ball irgendwie zu flanken. Verunglückt, aber schöner Doppelpass. Moritz und Stefan, die beiden neuen mit der Picke. Da ist es. Das 1:0 für Bruch-Pehl. In der 10. Minute hier nochmal die Wiederholung. Schöner Doppelpass der beiden neuen. Und dann schließt Moritz einfach mustergültig auch mal, wie es in der Kreisliga ist, mit der Picke ab, meine Damen und Herren. Das war es natürlich noch nicht. Jetzt geht's in die 13. Minute und jetzt kommt mal Menrad. Und das nicht ungefährlich. Da haben ein paar Zentimeter gefehlt. Dann wäre es hier der Ausgleich gewesen. Dann schaut euch diese Szene an. In der 19. Olli setzt hier richtig stark nach. Wartet ab. Clever gemacht. Wieder hinten raus. Auf Spinny. Der auf Axel. Doppelpass mit Olli, der eben den Ball geholt hat. Und jetzt kommt Axel mit der Flanke. In der Mitte Boris. 2:0. Und Freunde, das war mal wirklich eine gute Kombination. Und das sieht man in der Kreisliga C natürlich nicht so oft. Schön abgeschlossen auch von Boris, der die Wege kreuzt und zum ersten läuft. So muss das sein. 2:0. Auch deshalb völlig verdient. Schöne Szene hier. Und jetzt ein Abschlag in der 24. durch Philipp. Ball wird in die Mitte gespielt von Tim. Dann weiter Stefan auf Olli, der macht das richtig geil, aber da ist die Latte. Verrückter Versuch. Schade, also das war wirklich eine schöne Kombi wieder. Ausgangspunkt in der Mitte. Ja, Tim, Terminator, den ihr so beim letzten Mal getauft habt. Dann jetzt eine dumme Szene. Kevin, das war eigentlich ein komplett falscher Einwurf. Ball landet bei Gegner. Das geht natürlich jetzt schnell auf Konter in der 30. Minute. Ball wird quergelegt, das haben sie gut gemacht. Und so geht das. Abschluss und in der langen Ecke ist der Ball drin. Da ist der Anschlusstreffer 2:1. Aber dann geht es schon weiter in der 50. Nach der Halbzeit und da ist X. Da muss man sagen, diesmal hat Erik gefilmt und es hat es nicht schnell genug hinbekommen. So, aber das war auch wieder eine gute Kombi hier. Und das war der dritte Streich, 3:1 also. Und das war eigentlich eine ruhige Kugel, die wir in der zweiten Halbzeit geschoben haben. 57. Minute, Ausgangspunkt ist der Spini. Der spielt mich jetzt mal mit einem Seitenwechsel an. Ball wird angenommen. Und jetzt geht es natürlich schnell hier. Ich sage zu Boris, schick mich einfach mal. Eigentlich ist die Situation hier schon geklärt, weil der Abwehrspieler da ist. Ich kann den Ball aber nochmal holen. Statt abzuschließen, spiele ich in die Mitte. Schön gemacht von X. Der auf Olli und jetzt Olli, der zweite, nein, und wieder einfach mittig drauf. Olli, der auch in der letzten Partie, die wir auch ganz klar verloren haben, wirklich viel Wind reingebracht hat. Und ihr habt jetzt gesehen, das ging verdammt schnell. Ich zeige es euch jetzt mal in der Wiederholung, warum Menrad hier das zweite gemacht hat. Also, man kann es nicht ganz genau sehen. Es war aber genau so, dass Björn, der reingekommen ist, den Angreifer von Menrad angeschossen hat und so die Kugel irgendwie im Tor gelandet ist. Wieder langer Abstoß, Philipp in der 71. Minute. Ball wird irgendwie zu Richter gespielt. Der spielt lang auf Olli, nimmt den schön mit. One-Touch-Fußball hier in der Kreisliga. 4:2 in der 71. Und schaut euch diese Ballannahme an, wie er den Ball runterpflückt. Und dann, boom, einen richtigen Reinsenster. Freunde, 4:2. Das war auch gleichbedeutend mit dem Schlusspunkt. Irgendwann ist nichts mehr passiert und es wäre jetzt einfach auch traurig, wenn ich das Spiel so weiterlaufen lassen würde und es passiert einfach nichts mehr. Also, nach dem desaströsen 7:0 im letzten Testspiel gewinnen wir hier also 4:2 am Ende.
Und das war auf jeden Fall eine Leistungssteigerung der ganzen Mannschaft. Und mich freut es natürlich sehr, dass sich die Neuen auch eingegliedert haben, die auch wirklich gut zusammengespielt haben und die auch heute schön getroffen haben. Das freut mich besonders. Und ja, Freunde, das war's vom Video. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, ein Like da lassen. Wir sehen uns dann schon nächste Woche wieder mit dem nächsten Testspiel. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschaußen.